Sehr verehrte Gäste, sehr geehrte Münchhausen-Freunde, herzlich willkommen in unserem Münchhausen-Museum. Gerne hätten unsere Stadtdirektorin Frau Warnecke und unsere Museumsleiterin Frau Dr. Erler und ich Sie persönlich zu der Eröffnung der Museumssaison 2021 begrüßt. Leider lässt die Corona-Pandemie dieses nicht zu. Anstelle eines persönlichen Besuchs laden wir Sie zu einem virtuellen Rundgang durch unser Museum ein. Unsere Museumsleiterin hat mit vielen Akteuren die Ausstellung und die Geschichten von und um unseren Freiherrn Hieronymus von Münchhausen digital für Sie aufbereitet. Hierfür einen herzlichen Dank an Frau Dr. Erler, Helmut Kühn, Una Seele, Joachim Merker, Gerhard Lindenkohl, Karin Kehne und Christiane Saar. Nun übergebe ich an Frau Erler. Seien Sie gespannt, was Ihnen unsere Museumsleiterin zu erzählen hat. Das digitale Museum ersetzt natürlich nicht den echten Besuch. Es ist eine Ergänzung. Wir haben ganz deutlich gesagt, das, was Sie hier nicht erfahren können, können Sie jetzt digital abrufen. Und es ist sogar besser, wenn Sie schon ganz viel wissen. Wenn Sie die Geschichten kennen und schon ganz viel in Ihrem Kopf haben, dann haben Sie ganz bestimmt noch mehr Freude. Wir haben mit ganz einfachen Mitteln uns eingearbeitet, sind hineingeplumpst in die ganze Sache, bis es sich dann so entwickelt hat, dass wir sagen, okay, das stellen wir einfach mal mutig ins Netz. Was wir nicht können und nicht haben, das wissen wir. Wir hoffen aber dennoch, unser Ufti Joshua Braun und ich, wir haben immer schön zu zweit gearbeitet. Einer musste weggehen, wenn einer von außen kam, um die Corona-Hygienebedingungen einzuhalten. Wir wissen, was wir getan haben und hoffen, dass für Sie es eine Freude ist, noch Neues zu erfahren. Und wer das Ganze im Museum nochmal erleben will, ich denke da zum Beispiel an die Rokoko-Ecke. Wir haben alle Stühle umgestellt. Man kann sich dann mit dem QR-Code den Film noch einmal runterladen und unmittelbar vor dem Objekt unserer Sammlung sitzen. Wir sind ein einzigartiges Museum, das Münchhausen-Museum in Bodenwerder. Deswegen ist auch überall ein Vorspann, weil die Filme ja nun in die Welt hinausgehen sollen. Genießen Sie die Osterfeiertage, bleiben Sie gesund, auf ein persönliches Wiedersehen in unserem Münchhausen-Museum.